Willkommen zurück zur nächsten Folge unserer FC Bayern München Karriere hier in PES 20. Wir sind angekommen am Transfer Deadline Day und in der letzten Folge hattet ihr eine Menge zu tun und ihr habt auch eine Menge getan, denn wir haben noch einige Entscheidungen hier am letzten Tag der Transferphase zu treffen und ja, ich würde sagen, damit starten wir sofort rein. Es wurden sehr harte Entscheidungen getroffen. Die erste harte Entscheidung betrifft Corentin Tolisso. Dort werden wir verhandeln. In der Abstimmung 66% sind dafür, dass wir ihn verkaufen. Ich werde ihn aber nur verkaufen, wenn Arsenal wirklich die Freigabesumme zieht. Wir verhandeln hier, sie werden das höchstwahrscheinlich annehmen und dann wird er eben kommen, gehen eher gesagt. wir gucken drauf, wird Arsenal die Freigabesumme für Tolisso bezahlen? Sie zahlen sie, wir müssen das Ganze annehmen, das ist schon mal klar. So, das haben wir abgehakt. Das nächste, was wir haben, ist, dass ihr unbedingt Luka Jovic wollt. 66% in der Abstimmung. Dazu noch ein Kommentar von Kekmek, der sagt, dass wir bitte Luka Jovic holen. Dann kannst du auf ein 4-2-2 umstellen mit zwei Stürmern, Jovic und Boadu. Das wäre definitiv eine coole Geschichte. Da muss ich ihm zustimmen. Wie wir das machen, werde ich noch gucken, weil im 4-4-2 hat Müller natürlich erstmal keine Position so richtig. Aber das gucken wir alles. Wir können ja auch viel rotieren. Das ist eine klare Geschichte und Müller kann ja auch vorne im Sturm spielen. Also werden wir jetzt Luka Jovic holen, das ist die klare Geschichte, ihr wollt das so sehen und wir werden es so machen. Wir müssen erst das mit Tolisso annehmen und dann wird dennoch noch genug Zeit sein, um Luka Jovic zu holen. Also Corentin Tolisso verlässt uns nun Richtung London, finde ich ein bisschen schade, aber so ist es. Ihr habt euch dafür entschieden, das ist in Ordnung und dafür kommt jetzt Luka Jovic für 40 Millionen von Real Madrid. Euer Wunschspieler, den ich auch richtig cool finde, er ist da. Und kriegen wir eine kurze Sequenz? Nein, leider nicht. Nicht gut genug, aber hier seht ihr ihn schon mal. Im Bayern-Trikot sieht er auf jeden Fall ganz gut aus. Hier nochmal. Das ist natürlich ein Top-Transfer. Und zu Kingsley Coman gibt es nämlich auch was. Schon wieder ein Angebot vom BVB. Und dort hat auch Kekmek einen Kommentar dagelassen. Hol dir Callum Hudson-Odoi. War bei Bayern ja schon im Gespräch und da hatten wir darunter noch diskutiert, ob wir den brauchen. Und da meinte er, dass wir doch den Kingsley Coman verkaufen könnten. Aber ganz ehrlich, zu Dortmund werde ich ihn nicht verkaufen. Sofern sie nicht 99 Millionen von sich aus bezahlen, wir werden da nicht verhandeln. Coman wird nicht zu Dortmund gehen und auch zu einem keinen anderen Bundesliga-Verein. Das kann ich mir nicht geben. Also der muss zu einem Top-Team, das lehnen wir ab. Damit haben wir das abgehakt. Dann noch ein dritter Kommentar von Kekmek. Gab auch ein paar andere, aber die waren nicht wirklich in Sachen Transfervorschläge. Also nochmal Kekmek, Dani Ceballos könnten wir kaufen als Tolisso-Ersatz. Wäre auf jeden Fall eine Option. Werden wir jetzt noch probieren. Wir werden ein Angebot raushauen bei Ceballos. Und mal gucken, ob das klappen wird. Ich weiß nicht so ganz. Er ist ein guter Spieler auf jeden Fall. Wir sind gut besetzt. Also wenn er übertrieben teuer werden sollte, was glaube ich danach aussieht aktuell, dann werde ich da Nein sagen. Aber wir probieren es einfach mal. Wir probieren es hier mit einem ordentlichen Angebot. Und ja, dann müssen wir abwarten. Wir machen das Angebot. Wir gucken, was passiert. Und jetzt werden wir direkt eine Antwort erhalten. Wir müssen uns auch noch um die Trikotnummer kümmern. Also dann Ceballos, das funktioniert nicht. Ich habe es mir ja fast gedacht. Mason Mount werden wir aber auch nicht holen, weil der ist ja eher ein Zehner als ein ZM. Das war auch eigentlich keine gute Idee von mir, den hier überhaupt anzufragen. Also das machen wir alles nicht. Aber wir haben ja noch ein paar ZMs, die gescoutet sind. Und dort gibt es auch sehr interessante Jungs, zum Beispiel ein Rabiot, ein Barella, den ihr ja unbedingt in der Juve-Karriere sehen wollt. Hier ist er tatsächlich zu Inter direkt gewechselt. Mal gucken, ob er das bei uns in der Karriere auch machen wird. Aktuell dort noch ausgeliehen. Und dann haben wir einen Frankie de Jong. Das sind gute Spieler, aber ja, wir haben auch noch einen Pellegrini, einen Ellie, einen Van der Beek. Die sind auch alle richtig gut, aber ich weiß nicht, wir sind ja gut aufgestellt. Wir haben hier Bernardo Silva, der jetzt auch mehr ins Mittelfeld reinrückt. Das ist eigentlich richtig gut. Also, ich weiß nicht. Kimmich spielt ja sonst immer Mittelfeld. Heute mal hier als Rechtsverteidiger aufgestellt. Aber das ändert sich ja. Also, wir haben ja die vier Mittelfeldspieler schon dort.
Und ich würde sagen, wir bleiben dabei erstmal. Der Kader gefällt mir so richtig, richtig gut. Alaba kann da auch noch spielen. Dann könnte Davis mehr spielen. Das ist eigentlich, finde ich, das richtig gut gerade so. Stürmerposition ist jetzt fast etwas überbesetzt. Müssen wir mal gucken. Dann wird Zirkzee wahrscheinlich ein paar weniger Einsätze bekommen. Können ihn jetzt ja auch noch hier kurz auf die Leihliste setzen. Mit ein bisschen Glück kriegen wir ein Angebot. Aber das weiß man ja nicht. Also wir packen ihn auf die Leihliste. Wir werden uns Dani Ceballos als auch ein Hudson-Odoi im Hinterkopf behalten für die nächste Saison. Ein Hudson-Odoi ist hier schon auf der Liste. Den Ceballos werde ich auch noch drauf packen. Und dann, ja, sind wir, wie ich finde, sehr, sehr gut vorbereitet für die Rückrunde und haben einen absoluten Top-Transfer gemacht, haben auch einen krassen Abgang bekommen. Jetzt gucken wir nochmal auf die Trikotnummer von Jovic. Er hat aktuell die 18. Ich finde die eigentlich gut, muss ich sagen. Die 18 passt ganz gut. Falls ihr da eine andere Nummer haben wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin dafür eigentlich alles offen, außer für die Nummer 7. Denn die wird wahrscheinlich nicht besetzt, solange Franck Ribéry nicht als Jugendspieler hier zurückkommt, was ja für die nächste Saison auf jeden Fall eine Option ist. Ich glaube, ihr habt noch richtig Bock auf diese Karriere und wenn ihr richtig Bock habt, also die Kommentare, die sind aktuell richtig geil. Und beim letzten Video jetzt, ich nehme es gerade knappe 9 Stunden nach der Veröffentlichung auf, einfach 10 Kommentare, das ist einfach saugut. Und somit bin ich sehr, sehr zufrieden mit der Karriere, auch von eurer Seite aus, von dem Feedback. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal die letzten Stunden hier durch. Vielleicht gibt es ja noch irgendwas Interessantes. Wenn nicht, gehen wir gleich rein in die erste Simulation gegen Mainz 05. Passiert ist tatsächlich überhaupt nichts mehr, deshalb starten wir gleich rein in die erste Simulation gegen Mainz. Wir werden heute 3 Spiele simulieren, 1 Selbstspiel im Pokal gegen Köln, denn wir hatten ja jetzt doch relativ lange Verhandlungen schon und da möchte ich sicherstellen, dass wir ja jetzt hier nicht eine ewig lange Folge haben. Wir gucken nochmal auf die Top-Transfers, was ist so noch passiert hier. Der Felipe Melo, das ist ein Region, der muss richtig krank werden. Vielleicht auch mal bei uns irgendwann eine Option. Und dann Sokratis, ist das auch schon der Region? Nein, das ist tatsächlich noch der echte Sokratis. Also der wechselt einfach mal zu Barcelona von Arsenal. Also die brauchen ein bisschen Geld, haben ja eine Menge ausgegeben für Corentin Tolisso. Wir gehen rein in die erste Simulation gegen Mainz, gewinnen 3:1. Und das ist ein sehr gutes Ergebnis. 21 Spiele, 21 Siege. Hau mir ab, das ist schon wieder viel zu krass. Jetzt die Simulation gegen Paderborn, dann noch gegen Freiburg und dann spielen wir noch gegen Köln im DFB-Pokal. Gegen Paderborn gibt es auch das Debüt für Luka Jovic, den werden wir im Pokal, wenn es geht, auch einsetzen. Also heute kann er vielleicht das erste Mal zeigen, dass er es richtig drauf hat. Unser Top-Transfer in dieser Saison, 2:0 Sieg gegen Paderborn, das ist in Ordnung. Die sind aktuell letzter mit gerade mal 4 Punkten, also die sind ganz, ganz weit unten. Vielleicht hat er ein Tor gemacht. Wir können eigentlich mal gleich drauf gucken, ob er ein Tor erzielen konnte. Das können wir ja einfach hier über Vereinsleistung und dann Spielerergebnisse. Luka Jovic, ein Spiel, noch kein Tor. Also noch hat er kein Tor. Vielleicht dann ja heute gegen Freiburg mal gucken, ob er spielen wird. Heute gegen Freiburg kein Jovic, auch kein Boadu, sondern Zirkzee darf mal ran. Der soll ja noch ein bisschen Spielpraxis bekommen. Und jetzt geht es rein gegen Freiburg. 5:0. Also wahrscheinlich hat Zirkzee doch ein Tor gemacht, auch hier in dieser Partie. Ich finde ja Zirkzee richtig geil. Deshalb finde ich es ein bisschen schade, dass Luka Jovic jetzt gekommen ist. Weil jetzt haben wir 3 Stürmer. Müssen wir mal gucken. Vielleicht werden wir, wie Kekmek gesagt hat, auf ein 4-2-2 umstellen in naher Zukunft. Aber eigentlich ist ja das, was Bayern auszeichnet. Das 4-2-3-1 System, was damals von Louis van Gaal und dann von Jupp Heynckes integriert wurde und von Pep Guardiola perfektioniert. Also das möchte ich eigentlich so auch beibehalten. Und Fonsi, der hat Bock. Und ja, wir gucken mal kurz, was es hier noch gibt. Es gibt nämlich ein bisschen was Interessantes. Ein Angebot von Dortmund schon wieder. Die wollen Kingsley Coman. Also wenn ihr jetzt alle sagt, verkauft Kingsley Coman unbedingt auch nach Dortmund, dann würde ich das machen. Aber solange ihr das nicht sagt, dann machen wir das auch nicht. Und jetzt wird Haaland und Lautaro Martinez hier gescoutet. Haaland spielt ja einfach bei Barcelona. Wie krank ist das denn bitte? Ja, aber wir sind ja aktuell sehr zufrieden mit der Stürmerposition. Insofern kann ich den Scout hier auch erstmal wieder auf alle Positionen umstellen, weil Stürmer brauchen wir aktuell garantiert keine. Jetzt geht es also rein in den DFB-Pokal in der Münchner Allianz Arena. Seltsam, dass wir hier tatsächlich ein Heimspiel haben im Pokal. Gibt es ja eigentlich in PES so in der Art gar nicht. Ist aber heute der Fall gegen die Kölner und mit unserem neuen Mann, mit Luka Jovic heute vorne im Sturm. Wir bleiben beim 4-2-3-1 erstmal während der Partie.
kann ich aber drüber nachdenken, umzustellen. Serge Gnabry mit der 22. Er ist unfassbar gut drauf. Das wissen wir nicht erst seit dieser Folge, sondern auch schon die Folgen davor. Gnabry für mich bis hierhin der Spieler der Saison. Aber noch haben wir ein halbes Jahr zu gehen. Und der Pokal ist natürlich immer eine Sache, wo man sich beweisen muss. Bei uns im Tor heute Nübel, Dumfries, Pavard, Kabak und Alaba davor in der Abwehr. Bernardo Silva und Kimmich im Mittelfeld. Coman, Müller, Gnabry und vorne drin. Dann Luka Jovic, der neue Mann mit der Nummer 18, stürmt heute als alleinige Spitze. Wird natürlich tatkräftig unterstützt. Und Thomas Müller, Kessler im Tor bei Köln. Ezebue, Meret, Bono, Hector, Skiri, Verstraete, Drexler, Schindler, Cordoba und Jakobs. War das nicht sogar letzte Folge, wo wir hier ein sehr knappes Spiel gegen die Kölner hatten? Ich glaube, so war das. Heute soll es möglichst nicht so knapp werden, denn heute wollen wir einen ordentlichen Sieg einfahren. Mit Luka Jovic im Sturm, mit Kimmich als Kapitän, mit Nübel im Tor. Und Müller werde ich gleich von der ZOM-Position wieder auf die Hinterstürmerposition umstellen. Das habe ich noch vergessen, aber das soll euch nicht weiter stören. Wir gehen rein in diese Partie. Alaba. Coman, Luka Jovic, erster Abschluss, Kessler ist da, und nicht der beste Abschluss von Jovic, aber mit dem linken Fuß ist er auch sein schwacher, wenn ich mich nicht irre, Müller, an den Latte und da Tor. Luka Jovic macht das erste Tor, hier gleich im ersten Spiel für uns hier in Game. Ich weiß nicht, ob er in der Simulation vielleicht schon vorher getroffen hat, eigentlich dürfte er nicht, nee, gegen Paderborn hat er ja nicht gegen Köln hat er ja nicht gespielt, gegen Köln, Mann, jetzt bin ich komplett raus, gegen Freiburg hat er ja nicht gespielt, gegen Paderborn hat er kein Tor geschossen, heute macht er also sein erstes Tor für die Bayern, Luka Jovic, es war ein guter Transfer bis hierhin erstmal, denn er macht gleich den Führungstreffer und ganz ehrlich, so ein bisschen Konkurrenz für Boadu kann bestimmt nicht schaden, klar, Zixi hat auch ein bisschen Druck gemacht, aber am Ende konnte sich der Boadu doch irgendwie immer durchsetzen. Jetzt hat er einen richtigen Gegner da vorne drin mit der Nummer 18. Ja, Luka Jovic von Real Madrid gekommen. Dort konnte er sich nicht durchsetzen. Jetzt wieder in der Bundesliga bei den Bayern. Und hier klappt es auf Anhieb mit dem Tor. Und mir fällt gerade auf, dass wir gar keine Scoreboards hier im DFB-Pokal haben. Vielleicht funktionieren die im DFB-Pokal nicht, denn eigentlich habe ich das Spiel so gestartet, dass sie dabei sein sollten. Naja, nehmen wir so hin, ist auch am Ende egal, solange sie in der Bundesliga da sind. DFB-Pokal spielt man ja sowieso nicht so häufig. Und ja, ich würde sagen 1-0 früh in der Partie. Und jetzt heißt es Kontrolle über Köln behalten, nicht so wie in der vergangenen Folge, wo es echt knapp gegen Köln zum Ende hin wurde. Und wieder Luka Jovic. Luka Jovic, der hatte richtig Bock, heute zu zocken für Thomas Müller. Ah, hätte ich vielleicht auch direkt abschließen sollen. Aber Müller war da so schön eingelaufen. Jonas Hector klärt erstmal und dann, ja, keine Gefahr für die Kölner. Müller. Kingsley Coman, Abschluss und wieder Kessler da. Und diesmal nicht vor die Füße von Luka Jovic, dafür vor Dumfries. Abgefälscht und dann nur Ecke, die nehmen wir mit. Wir machen richtig Druck hier von Minute 1 an. Köln steht etwas höher als in der Bundesliga-Partie, dadurch mehr Platz für uns. Ecke geschlagen von Kimmich Richtung Luka Jovic, der kommt auch zum Kopfball. Was ist denn das da für eine nicht vorhandene Kläraktion? Ich glaube, von Meret war es. Und da hätte beinahe Luka Jovic seinen nächsten Treffer hier erzielen können. So bleibt es beim 1-0. Oh, Köln kommt das erste Mal. Benjamin Pavard ganz sicher. Also Pavard spielt ja bei uns mittlerweile viel mehr Innenverteidiger auch, weil Dumfries sich meiner Meinung nach rechts einfach fast festgespielt hat. Denn der spielt so gut über die rechte Seite, dass der da eigentlich gar nicht mehr wegzudenken ist. Und seitdem Javi ja nicht mehr Bayern spielt, ist ja auch ein Platz in der Innenverteidigung frei geworden. Und den hat sich Pavard jetzt geschnappt. Kann er ja auch sehr, sehr gut spielen. Und das tut er ja auch sehr, sehr gut. Gnabry für Jovic, der quergelegt für Thomas Müller. Nochmal Gnabry und Kessler ist einfach heute richtig gut dabei. Tor! Gerade noch über Benjamin Pavard gesprochen, jetzt macht er vorne das Tor. Ja, die Ecke nicht kommentiert von mir, weil ich mir dachte, ja, eben war die Ecke schon gefährlich. Die kann nicht zweimal miteinander gefährlich sein. Doch, kann sie. Und Dumfries zeigt, wie es geht. Kimmich wieder mit der Hereingabe. Und dann ist es Dumfries und dann ist es Pavard mit ein bisschen Glück. Aber das ist egal. 2-0. Wichtig, dass wir den zweiten Treffer direkt nachlegen. Und dann hat Köln keine Chance, hier zurück in die Partie zu kommen, wie in der Bundesliga-Partie in der letzten Folge. Ganz, ganz stark. Benjamin Pavard macht nun nicht nur hinten einen richtig guten Job, sondern auch vorne macht das 2-0. Müller, Jovic, Luka Jovic, 3-0.
30 Minuten gespielt, die Bayern, sie führen heute Köln so richtig vor und ein Mann sticht hervor, Luka Jovic, der Neuzugang. In seinem ersten richtigen Spiel sozusagen für uns macht er hier den Doppelpack und es ist ja noch eine Menge zu spielen, 60 Minuten noch, wenn er so mal weitermacht, ja, dann schießt er heute tatsächlich 6 Tore. Ja, also, ganz ehrlich, warum eigentlich nicht? Warum nicht? Luka Jovic ist in einer überragenden Form hier heute gleich zu Anfang. Müller macht das natürlich klasse, aber dennoch, den muss er erstmal reinmachen mit dem etwas schwächeren linken Fuß. Kessler diesmal chancenlos. 3:0, das nach 30 Minuten. Das ist richtig, richtig gut. Und es macht auf, also Luka Jovic macht einen super Eindruck. Und bis hierhin ist es ein richtig guter Transfer gewesen. Köln kommt jetzt mal das erste Mal. Mit Jakobs, die Flanke, gar nicht so ungefährlich, Schindler am zweiten Pfosten, der Ex-Kieler, aber trifft nur das Außennetz. Gibt eine sehr, sehr gute Freistoßposition für Köln. Jakobs und Schindler stehen bereit, Jakobs macht es und macht es richtig gut. Ganz, ganz starker Freistoß vom Jungkölner. Ja, also, den macht nicht jeder rein. Anschlusstreffer für Köln, vielleicht, ja. Jetzt müssen sie weiter Druck machen. Drexler hatte den Freistoß hier rausgeholt. Und dann ist es ein idealer, perfekter Freistoß von, heißt er Ismail? Ich glaube, irgendwas in die Richtung. Jakobs und ja, ganz stark vom U-Nationalspieler. Vielleicht auch irgendwann mal eine Sache für uns. Aber erstmal sind wir hier sehr zufrieden mit unserem Flügel und mit unseren Linksverteidigern sowieso. Aber der Junge kann ja alles auf der linken Seite spielen. Und somit zeigt er hier, was er drauf hat. Vielleicht irgendwann mal, wie gesagt, eine Sache für uns. Jetzt heißt es für uns erstmal, ja, Kontrolle zurückgewinnen. Das war jetzt direkt ein Foul, aber ich weiß nicht, für wen er das pfeift. Es war ein Foul vom Kölner, vom Torschützen. Sondern Freistoß für uns und somit Ruhe erstmal reinbringen. Zur Halbzeit steht es also 3:1 für uns und ihr seht ja schon, ich werde es ausprobieren. Wir stellen um auf das 4-2-2-System mit zwei richtigen Stürmern. Luka Jovic und Boadu ab sofort unsere Stürmer vorne drin. Ich bin gespannt, wie die beiden ja, miteinander harmonieren werden, der 25-Jährige und der 21-Jährige. Beides absolute Megatalente, mega gute Spieler. Jetzt 45 Minuten haben sie Zeit, sich beide zusammen als Team zu beweisen und mal gucken, wie das ja, werden wird. Da ist Boadu, da ist Gnabry, da ist Luka Jovic und da ist Kessler. Hält das Ding, aber erste tolle Kombination von beiden Stürmern und von Gnabry, der jetzt hier eine ganz zentrale Rolle spielen wird. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn er wird als Flügelspieler jetzt immer mehr in Richtung Zentrum ziehen, wie wir es sonst ja auch schon immer haben, aber jetzt halt nochmal verstärkt, weil dort eben die Position von Thomas Müller fehlt. Bernardo Silva mit der Ecke, der wird ja natürlich jetzt auch ein bisschen offensiver spielen dürfen als zuvor. Jetzt hat er hier mal den Ball. Was kann er daraus machen? Dann Dumfries mit. Der sucht natürlich seinen Kollegen Boadu. Der stand im Abseits. Und somit, ja, diese Situation erstmal beendet. Boadu gleich wieder durch für Jovic. Luka Jovic und wieder Kessler. Aber die beiden spielen jetzt schon richtig gut zusammen. Das gefällt mir gut. Köln macht zwar hinten auf, aber noch nicht so weit, dass jetzt ein Innenverteidiger mit nach vorne gehen würde. Also noch spielen wir hier ein ja, sehr realistisches Szenario sozusagen, was auch in der Bundesliga so vorkommen könnte. Das könnte eigentlich nicht vorkommen, denn Kimmich rennt gerade am Ball vorbei. Naja, aber wie gesagt, bis hierhin gefällt mir das richtig gut mit den beiden da vorne. Vielleicht mal per Konter. Luka Jovic für Miron Boadu. Der nimmt oben Joshua Kimmich mit. Kimmich hat Platz, hat das Tor vor sich. 1-1 gegen Kessler. Und macht das Ding. 4:1 die Entscheidung nach guten 70 Minuten durch Joshua Kimmich. Vorlage von Luka Jovic und Miron Boadu. Und der Capitano. Er übernimmt das Ding und macht es rein. Ezebue kann nur hinterher gucken. Denn Kimmich war hier auf und davon. Und ganz ehrlich, ne, mir gefällt Kimmich mit der Kapitänsrolle so gut. Also ja, wenn Neuer nicht mehr da wäre, dann würde Kimmich auch jedes Spiel Kapitän sein. So natürlich nur Vize, aber auch das ist eine sehr wichtige Rolle. Und die nimmt er ja auch in solchen Spielen, wo zum Beispiel Nübel hinten steht, sehr, sehr gut an. Und heute übernimmt er auch mal so richtig Verantwortung und macht hier das 4:1. Und damit sieht es sehr, sehr gut für uns aus. Oh, Abseitsfalle von mir nicht gut. Nübel draußen und grätscht da Cordoba um. Da wollte ich auf Abseits spielen. Grundsätzlich haben wir unsere Abwehrreihe jetzt komplett nach vorne geschoben. Ich will so hoch anlaufen, wie es geht. Denn Köln, ja, probiert es immer wieder mit langen Bällen. Und die versuche ich damit zu verhindern. Alaba viel Platz. Denn Köln schiebt mittlerweile auch einen Innenverteidiger mit nach vorne.
Kein Wunder bei 3 Toren Rückstand und nur noch so wenig zu spielen. Abschluss von Gnabry, richtig gut. Und hier habt ihr es gerade gesehen, wie sehr Gnabry im Zentrum stand. Das ist natürlich ein Foul von Skiri und dafür nicht mehr gelb. Das ist ein bisschen lächerlich. Freischuss nehmen wir definitiv noch mit. Eine Sache für Bernardo Silva, das Ding reinzuflanken. Und da kommt Ozan Kabak. Wenn er da hinkommt, ist es ein Tor. Kommt er leider nicht. Kimmich, Pavard, der hat ja schon ein Tor heute erzielt. Für Bernardo Silva, toller Ball. Ah, den kriegt Alaba leider nicht mehr ganz. Somit haben wir die Chance zu wechseln und ihr seht jetzt sofort den Wechsel. In die Partie kommen Davis und Kamavinga, Coman und Alaba gehen runter. Das heißt, dass Bernardo Silva jetzt linker Mittelfeldspieler ist. Kamavinga im Zentrum neben Kimmich und Davis übernimmt natürlich die linke Verteidigerposition von David Alaba. Oh, Serge Gnabry, mega viel Platz. Miron Boadu auf die Reise geschickt. Boadu, spitzer Winkel, den möchte er selbst machen, möchte sich hier natürlich auch nochmal mit dem Tor beweisen in diesem Konkurrenzkampf mit einem gewissen Luka Jovic, der heute mit 2 Toren absolut vorgelegt hat, aber hier kann er leider noch nicht, ja, dieses Ziel erreichen. Oh, Luka! Marc Uth und dann ist es Rex Bitschei ist es. Mit dem 4:2, 6 Minuten noch, ja, 5 Minuten plus Nachspielzeit. Köln kommt nochmal ran und hat die Chance, jetzt hier ein Wunder zu schaffen. Marc Uth, dem ich hier in der letzten Folge die Nationalspielerfähigkeit abgeschrieben hat, zeigt hier, dass er es doch einigermaßen drauf hat. Toller Laufweg, Kamavinga verliert ihn dann, Nübel dann erst brillant, aber dann lässt er ihn halt in die Mitte abwehren. Und das sollte man als Keeper vermeiden, wenn es geht, aber mache ich ihm jetzt keinen großen Vorwurf. Der Ball hier erst ungünstig von Davis abgefälscht und dann hat, ja, kommt Kabak nicht ran und auch Nübel nicht. Nur noch 4:2. Die letzten Sekunden der Partie, sie laufen. Boadu nochmal für Dumfries, der hat die Chance für die Flanke. Luka Jovic steigt nochmal hoch übers Tor, das sollte die letzte Torchance gewesen sein. Es gibt nochmal den Abstoß für Kessler, aber Köln wird hier nicht mehr rankommen. Die 2-Tore-Führung für uns, sie wird hier bestehen bleiben. Und jetzt ist es geschafft. Wir stehen im DFB-Pokal Halbfinale, bezwingen Köln in einem sehr coolen Spiel. Das hat heute richtig Spaß gemacht mit Luka Jovic, mit Pavard, mit Kimmich und auch, dass Köln richtig gut mitgespielt hat. Teilweise hat gut Spaß gemacht, Luka Jovic. Sein Einstand hier in München, der ist gelungen und auf den freue ich mich in der Zukunft so richtig. In der nächsten Folge geht es dann so richtig zur Sache. Wir werden gegen Barcelona in der Champions League tatsächlich spielen und das Ligaspiel gegen den Zweitplatzierten, gegen Leverkusen. Außerdem simulieren wir gegen Schalke und gegen Gladbach. Also das sind wieder so krasse Partien, die wir hier leider simulieren müssen, aber ja, sonst kommen wir halt gar nicht voran. Ja, und dann die übernächste Folge gegen Barcelona und Dortmund. Das wird auch so geil. Halbfinale gegen Dortmund. Meine Güte, sind das hier gerade Festspiele. Ich hoffe, wir haben dann wieder einen Luka Jovic in absoluter Topform, so wie heute. Das hat richtig Spaß gemacht. Lasst gerne auch einen Daumen nach oben da, wenn ihr ihn auch so feiert wie ich. Und lasst auch ansonsten gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch die Folge gefallen hat. Lasst ein Abo da, wenn ihr die Spiele gegen Barcelona, Dortmund und alle weiteren nicht mehr verpassen wollt. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder bei der Juventus-Turin-Karriere. Und lasst gerne auch einen Kommentar da, damit ihr weiter diese Karriere mitentscheiden könnt. Wie beispielsweise den Wechsel von Luka Jovic, was ich richtig geil von euch fand. Und ja, wir sehen uns morgen wieder bei der Juve-Karriere und in 2 Tagen bei der Bayern-Karriere. Bis dahin, macht es gut und ciao.